Nach Will Smiths Ohrfeige, Oscars ein Krisenteam ein. Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung, die am 12. März in Los Angeles stattfinden wird, soll sich ein Skandal wie im vergangenen Jahr nicht wiederholen. Damals ohrfeigte der spätere Preisträger Will Smith, 54, Comedian Chris Rock, 58, live auf der Bühne der 94. Academy Awards. Smith wurde im Anschluss nicht des Saales verwiesen und nahm wenig später auf der Bühne seinen Oscar als bester Hauptdarsteller entgegen. Für die 95. Oscar-Verleihung hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die die Awardshow ausrichtet, daher ein Krisenteam eingerichtet, das rasch und angemessen auf unerwünschte Vorkommnisse reagieren soll. Das verriet der Vorstandsvorsitzende der Akademie, Bill Kramer, jetzt im Interview mit Heim. Wir haben ein ganzes Krisenteam, etwas, das wir noch nie zuvor hatten, und viele Pläne vorbereitet. So Kramer wörtlich. Die Academy habe viele Szenarien durchgespielt in der Hoffnung, auf alles vorbereitet zu sein, wozu selbst Ereignisse gehören sollen, die momentan noch gar nicht abzusehen sind. Der Academy-Chef fügte noch hinzu, dass er sich nicht in einer Milliarde Jahren Smiths berüchtigte Ohrfeige aus dem vergangenen Jahr hätte vorstellen können. Neben der Vorbereitung auf verschiedene Eventualitäten setzt der Academy-Vorsitzende große Hoffnungen auf Moderator Jimmy Kimmel, 55, der zum dritten Mal durch die Oscar-Zeremonie führen wird. Es ist so wichtig, einen Gastgeber zu haben, der weiß, wie man mit Live-Übertragungen und einem Saalpublikum umgeht. So Kramer. Kimmel, der in den USA besonders für seine Late-Night-Show Jimmy Kimmel Live bekannt ist, sei lustig und respektvoll, besitze Ecken und Kanten, jedoch nicht zu scharfe. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever.